Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Selten habe ich in einer Debatte aus sozialdemokratischem Mund bezogen auf staatliche Steuern, Beiträge und Umlagen so viel oft das Wort Zwangsabgabe gehört. Das bin ich ansonsten nur von Freien Demokraten gewohnt oder kenne ich aus der Kampagne der Republikaner gegen die Krankenversicherung in den USA. Aber ich finde, das ist unterhalb des normalen sozialdemokratischen Niveaus. Meine Damen und Herren, wir teilen bekanntlich das Ziel, perspektivisch zu einer solidarischen Finanzierung über ein Beitragsmodell für den öffentlichen Personennahverkehr zu kommen. Wir wollen darüber erstens ein Umsteigen vom Autoverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr begünstigen. Wir wollen die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs steigern und wir wollen über eine solidarische Umlagefinanzierung den Beitrag, den jeder für den öffentlichen Personennahverkehr leisten muss, senken, damit der öffentliche Personennahverkehr für alle zugänglich ist und keine Eintrittsbarriere über den Fahrpreis mehr existiert. Wenn die Piraten sich auf den Antrag beschränkt hätten, mit dem sie den Senat auffordern, eine wissenschaftliche Untersuchung einzuleiten, in dem diese Modelle im Einzelnen mit ihren Auswirkungen etc. geprüft werden, könnten wir die Debatte beenden. Wir würden sagen, gut so, das sollte in der nächsten Legislaturperiode unbedingt gemacht werden. Aber ihr habt ja mit euren Anträgen quasi dem Ergebnis zumindest teilweise schon vorgegriffen. Und deshalb will ich auf ein paar Punkte eingehen, wo ich Probleme sehe bei dem, was von Seiten der Piratenfraktion mit ihren Anträgen vorgeschlagen wird. Der Vorschlag in dem einen Antrag ist die Erhebung einer Nahverkehrsabgabe, ausgestaltet als Beitrag. Und die Begründung dafür ist, dass alle Nutznießer des öffentlichen Personennahverkehrs zu dieser Finanzierung herangezogen werden sollen. Und nun weist die Studie der Piraten ja darauf hin, dass man bei der Erhebung eines solchen Beitrags sehr streng auf den Gleichbehandlungsgrundsatz achten muss. Das heißt, wer nutzt oder wer ist Nutznießer des öffentlichen Personennahverkehrs? Und da nennt auch die Studie der Piraten als erstes die große Gruppe der Bürgerinnen und Bürger. Die nehmt ihr nun aus eurem Modell aus für mich nachvollziehbaren Gründen aus, weil in der ersten Phase es keine finanzielle Belastung für diese Gruppe der Bürgerinnen und Bürger geben soll. Aber ich frage, ob das mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar ist. Denn genau in der Studie, die ihr in Auftrag gegeben habt, wird gesagt, an erster Stelle ist das die Gruppe, die vom öffentlichen Personennahverkehr profitiert. Und der zweite Gruppe, die ihr ausnehmt, ist die Immobilien- und Grundstücksbesitzer. Auch mit dem nachvollziehbaren Argument, das würde umgelegt auf die Miete und damit würden Mieterinnen und Mieter belastet. Ihr versucht das zu kompensieren, indem ihr sagt, dafür erhöhen wir den Hebesatz der Grunderwerbsteuer. Das löst aber das Problem nicht, weil rechtssystematisch muss die Gleichbehandlung bei der Beitragserhebung erfolgen. Das kann nicht kompensiert werden dadurch, dass man parallel dazu eine Steuererhöhung vornimmt, die mit dem Beitrag als solchem nichts zu tun hat, abgesehen davon, dass ich die Grunderwerbsteuer dafür für nicht tauglich halte, weil sie nur anfällt bei Kauf und Verkauf einer Immobilie und zum Zweiten der Großteil der Spekulanten gar nicht Grunderwerbsteuer zahlt, weil sie Gesellschaftshüllen, weil sie Anteile kaufen und damit mit diesem Modell des Share Deals außerhalb der Steuerpflicht bleiben. Deshalb schreibe ich an, über diesen Punkt noch mal nachzudenken. Letzter Punkt, da teile ich das, was der Kollege Gelper angesprochen habe. Also dieses freiwillige Solidarmodell habe ich nicht verstanden. Während man beim Semesterticket die Möglichkeit hat, über die verfasste Studentenschaft ein Organ zu haben, das sozusagen verbindlich Verträge für die gesamte Studentenschaft abschließen kann, hat man das in der Schule nicht, hat man das in Betrieben nicht und damit ist man letztendlich bei einem Modell eines erweiterten Jobtickets
Und wie wenig attraktiv das Jobticket ist, hat man gesehen. Also ich glaube, an dieser Stelle muss noch deutlich noch mal drüber nachgedacht werden und nachgebessert werden. Wie gesagt, den ersten Antrag, eine Studie zu erstellen, die auch übrigens nach meiner Kenntnis einer Beschlusslage eines SPD-Landesparteitages entspricht. Diesem können wir zustimmen. Das andere halten wir für noch nicht ausgereift. Ich danke für die Aufmerksamkeit.